Servus Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Kingdom Come Deliverance. Kleines Vorwort zur heutigen Folge. Warum passiert das ständig? Ich hatte die letzten Folgen bereits aufgenommen. Also, damit ihr das versteht. Ich habe 4 weitere Folgen, die eigentlich hätten nach der letzten kommen sollen, bereits aufgenommen. Diese 4 Folgen sind alle unbrauchbar. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich habe auf meinem rechten Bildschirm habe ich OBS offen. Die Soundspur ist ganz normal. Das Bild kann ich sehen, was aufgenommen wird. Jedoch, es ist nicht so, dass die Datei irgendwie kaputt ist, sondern es ist einfach so, dass OBS kein Bild aufgezeichnet hat, aus welchem Grund auch immer. Ich habe das jetzt ein paar Mal noch getestet. Es funktioniert. Und ich hoffe, dass es auch weiterhin funktioniert. Ich habe einiges geschafft. Ich werde euch nicht sagen, was ich geschafft habe. Um euch einfach ein bisschen, sag ich mal, in der Schwebe zu lassen, was ich alles gemacht habe, damit ihr nicht wisst, halt eben, was ich schon gemacht habe, um euch vielleicht den Anschein zu erwecken, dass ich bei manchen Quests besser oder schlechter oder wie auch immer bin oder schon Bescheid weiß. Whatever. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Hier ist nämlich ein Questgeber. Und, ach so, wir sind jetzt auf dem Weg nach Scarlet, um den Schatz zu finden. Ich bin mal gespannt, wie unser Weg so verlaufen wird. Weil vorne ist jetzt schon wieder jemand. Mal sehen. Ich habe immer noch arge Probleme mit dem Kämpfen. Wer bist du denn? Ein Wanderer. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ach, wegen Datei interessiert mich nicht. Ja, über dich auch, danke. Wo war ich gerade stehen geblieben? Nach Scarlet reisen. Ja. Achso. Gegner, Banditen. Ich habe immer noch Probleme mit dem Kampfsystem. Und ich habe auch nach wie vor Probleme. Wirkliche Probleme, Schlösser zu knacken. Was ich hoffe, was ich bald mal irgendwie so ein bisschen. Konsole geöffnet. Was sich so langsam mal ein bisschen erleichtert. Ich wollte jetzt noch was gucken, ob ich irgendwie hier meine Fähigkeiten, ne? Habe ich ja hier. Kann ich da denn jetzt eigentlich irgendwie was verändern? Ich bin Hauptstufe 3. Gut, das wird wahrscheinlich alles automatisch mitleveln wohl. Und bleibt nichts anderes übrig als zu warten, was passieren wird. So. Hier vorne kommt gleich ein Ort. Nehme ich mal an, und dort ist ein Questgeber. Wir suchen den Schatz von Scarlet, den Kunesh uns in Aussicht gestellt hat, ob wir ihn finden werden. Mal sehen. Bist du Freund oder Feind? Scheinbar Freund. Auch ein Wanderer. Beste Grüße. Tag. Auch nur wegen Ratei. Ja, danke. Über dich auch so gefühlt. Jetzt muss ich hier irgendwo rechts abbiegen. Laufen wir mal Richtung Scarlet. Dürften eigentlich dann bald mal. Ja, Sabelnet. Einen Sternchen angezeigt bekommen, wenn wir in der Nähe sind, glaube ich richtig. Ja, sogar ein Stückchen noch da. Da unten wahrscheinlich. Ich habe auch von einem Bekannten gehört, der mir das Spiel empfohlen hat. Solle mal auf Fernkampf setzen. Also wie mit Theresa, mit dem Bogen hantieren. Das wäre wohl am Anfang besser. Ansonsten im Nahkampf wäre das noch zu schwer. Wenn wir irgendwo einen Bogen finden oder bekommen könnten, würde ich das natürlich sofort machen. Dafür müssen wir aber, wie gesagt, auch erstmal einen finden. So. Du bist ein Schmied. Gott sei mit dir. Mit dir auch. Brauchst du Hilfe? Plagt dich etwas?
Plagen wäre zu viel gesagt, Jungchen. Hab bloß was über den Schmied aus Sasau-Leuten gehört, was mir den Schlaf raubt. Was denn genau? Das heißt, er murmelt Zaubersprüche, wenn er seinen Stahl härtet. Und dass der unzerbrechlich wird. Sei? Hexerei, um Stahl zu härten? Klingt für mich nach dem Geschwätz alter Weiber. Aber wenn's doch alle sagen. Das heißt, er murmelt dauernd bei der Arbeit. Und erwischt ihn, wer dabei, hört er auf und guckt scheel. Vielleicht betet er bloß. Irgendeine Hilfe bekommt er. Sei es jetzt aus dem Himmel oder von viel weiter unten. Wie genau kann ich helfen? Und, wie könnte ich dabei helfen? Kinderleicht. Geh hin und finde raus, ob an der Sache was dran ist. Naja, fragen kostet nichts. Nur plapper nicht direkt was von Hexerei. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Gut, gut. Und was Sorgen angeht, es soll nicht dein Schaden sein. Wenn du weißt, was Sache ist, werde ich es dir vergelten. Alles klar, ich mach's. Also gut. Ich sehe mir an, was an der Sache dran ist. Gut, aber fall nicht mit der Tür ins Haus. Blamier dich da nicht. Oder mich. Okay. Möge Gott über dich wachen. Wie gespeichert. Okay, schön. Kann ich das hier reparieren lassen? Boah, ne. Spiel gespeichert finde ich gut. Ach, ich verklick mich ständig, Freunde. Verseschmied. Das machen wir auf jeden Fall noch, aber wir machen weiter mit diesem Auftrag. Ah, ist ja okay. Hallo, du bist ein Gerber. Ja, Herr Ledetschko. Ich befinde mich in Ledetschko. Alles klar. Mal hier drüber über den Fluss. Hier vielleicht noch irgendwo Fisch mitnehmen, weil ich Hunger bekomme. Oder eher nicht so. Schlecht aus. Ein Dorfbewohner. Hier ist jemand mit Pfeil und Bogen. Kannst du mir Pfeil und Bogen verkaufen? Batzek? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Bist du Bogenschütze? Was soll das mit den Zielscheiben? Bist du zufällig Bogenschütze? Mir sind die vielen Fragen aufgefallen. Bist du zufällig Inquisitor? Nein, ich bin Heinrich. Aus Scarlitz. Aus Scarlitz? Ich bin Vatzek, von hier. Warum willst du das mit den Scheiben wissen? Ich interessiere mich fürs Bogenschießen. Es ist bloß, ich würde mich auch gerne als Bogenschütze versuchen. Dich versuchen willst du? Das wollen viele. Wenn du so viele Punkte wie ich bei Klötze schaffst, imponierst du mir vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Noch nie Klötze gespielt und nennt sich Bogenschütze. Na, dann spitz mal die Ohren. Klötze spielen ist für echte Bogenschützen. Dafür brauchst du Stärke, Ausdauer und Augenmaß. Kann auch ein hübscher Nebenverdienst sein. Außer du bist, naja, ein Klotz halt. Wie genau spielt man das? Ich sag's dir. Man lässt ein paar Klötze den Fluss runtertreiben. Einer zählt bis 20 und alle Schützen wetzen den Dingern am Ufer hinterher. Am Ende der Strecke sammelt einer die Klötze ein und zählt die Treffer. Wer die meisten landet, also fast immer ich, gewinnt. Jeder Schütze hat 20 Pfeile mit einer Befiederung in seiner Farbe. Und der Wettstreit ist gelaufen, wenn der letzte Klotz über die Ziellinie treibt. Klingt nach Spaß. Spaß? Freundchen, dabei kocht dir der Schweiß im Arsch. Du wirst froh sein, überhaupt ein, zwei Blöcke zu treffen. Also, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde? Wirst einen eigenen Bogen brauchen, aber Pfeile mit bunten Federn stelle ich. Ein andermal, ich habe nämlich keinen Bogen. Klingt interessant. Ein andermal vielleicht. Falls du doch dein Silbersäckeweise verwetten willst, sag Bescheid. Alles klar. Gespräch beenden. Alles Gute. Problem ist, da ich leider keinen Bogen habe, kann ich auch nicht mit ihm Klötze spielen. Klötze ist sowieso ein bescheuerter Name. Naja. Nicht mein Problem, wie der Quatsch heißt. Soll ich noch eine Quest bekommen, oder wie sieht das aus? Hallo, Madame. Kann ich mich Schnitt waschen? Okay, ist wahrscheinlich in dem Haus hier, oder so. Ist das eine Schenke? Guten Tag.
Das bist doch du derjenige, der was von mir will, oder der Wirt. Glück und Gesundheit. Was gibt es Neues in der Gegend? Du weißt schon, irgendwas ist immer. Besonders in der Mühle. Dort vergeht keine Woche ohne Ärger. Aber ich habe die Tunichtgute beobachtet. Immer wenn sie etwas im Schilde führen, besprechen sie sich da in der Ecke und hacken irgendwas aus. Gestern zum Beispiel. Und da ist noch etwas. Da fällt mir ein, ich habe Kunhuta schon ein Weilchen nicht gesehen. Die hiesige Kräuterfrau. Sie kommt einmal die Woche auf einen Krug Bier, war aber schon lang nicht mehr da. Ich hoffe, ihr ist nichts zugestoßen. Und was hat das jetzt? Willst du tun, was es Neues gibt? Könnt ihr helfen? Was gibt es Neues in der Gegend? Nicht viel, Gott sei Dank. Ruhe und Frieden sind dieser Tage ein Segen. Okay. Alles Gute. Aber kann ich da jetzt irgendwie nicht weiterhelfen? Oh, nicht so wild. Guten Tag. Problem ist, hier liegt halt auch echt einfach nichts rum, ne? Cool gestohlen. Hehehe. Hier schlafen. Oh. Geh mal lieber raus. Der Kohl, ne? Ist doch bestimmt noch. Ich wiege zu viel. Fünfmal Cola, 1,4 Kilo. Oh. Oh. Irgendwas Schweres loswerden. Komm, die braucht doch kein Mensch hier, die leicht gepolsterte so. Leicht gepolsterte Rüstung, so. Wieder Platz, ein bisschen was zu tragen. Hier jedoch gerne etwas stehlen. Dorfbewohner, geh mal raus. Oh, jetzt setz dich doch bitte nicht dahin. Gott, natürlich, er setzt sich dahin. Kann ich nicht rein? Hier muss das Schloss knacken. Hier kann ich schlafen. Geh doch mal auf. Ach, egal. Wir sind auf dem Weg Richtung Scarlet und da gehen wir jetzt weiter. Aus dem Ort rauskommen. Wahrscheinlich schwieriger als gedacht. Gut, hier kann ich rauskommen, ne? Hallo Hundi! Na du? Das sieht mir doch sehr nach. Nach aus, dass ich hier rauskomme. Kann ich hier Kohl klauen oder sowas? Nein, natürlich nicht. Die Kartoffels. Klauen, was soll das denn? Frechheit. Dann bin ich wieder aus dem Ort raus. Oh, ein schönes Örtchen. Da komme ich, glaube ich, her. Das dürfte. Ja. Das ist hier Ratai. Ich habe es noch ein bisschen weiter Richtung Scarlet. Es wird eine lange Reise, Freunde. Es wird sicherlich jetzt mal so ein paar Folgen dauern. Aber ich gebe mein Bestes. Dass ich nicht versagen werde. Es ist vielleicht nicht so klug, sich auf den Wegen aufzuhalten. Man sollte vielleicht tatsächlich eher durch das Geäst schleichen. Gut, ich schleiche jetzt nicht. Aber durchs Geäst voranschreiten und wenn man hier mal auf so einen Weg trifft, über dem Weg zumindest erstmal Ausschau halten, irgendwo ein Gegner ist.
nicht so aus. Zum Glück. Boah, da kriege ich eine Quest wohl. Geht denn hier jemand? Hallo? Hallo? Ach, bei ihm. Wer bist du denn? Unhuta! Wird sprach von dir. Kann ich etwas für dich tun, Kunuta? Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? In der Tat. Drahomira, eine Witwe aus Ledetschko, hat mich um Hilfe gebeten. Aber zu Fuß ist der Weg lang und mein Rücken schmerzt. Ich schaffe eine solche Reise nicht. Eine Frau aus Ledetschko? Haben die denn dort kein Kräuterweib? Oh doch, aber die wollte nicht. Sie ist eine reiche Witwe, hat den Fleischerladen geerbt. Du weißt ja, wie die Leute reden. Vor allem über jene, die besser dran sind als sie selbst. Weißt du etwas über Exorzismus? Exorzismus? Naja, Geister austreiben, ausräuchern, Zauber. Oh, oh, oh. Nee, weiß ich nichts drüber, aber das klingt bestimmt nach der richtigen Aufgabe. Fleischerladen, in dem es spukt? Genau mein Ding. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Wir reden hier vom wahrhaftigen Geist eines Mannes, der keinen Frieden findet. Um ihn zu verbannen, müssen mehrere Dinge getan werden. Einem schwarzen Hahn die Kehle durchschneiden? Wie kommst du auf solchen Unsinn? Nein! Weißt du, was Ausräuchern ist? Du brauchst 10 Mohnblumen und Blumen vom Grab des Verstorbenen. Diese Dinge bringst du ins Haus, in dem es spukt, und verbrennst sie dort. Der Rauch verjagt alle ungewollten Geister. Klingt spaßig. Ich helfe dir. Klingt spaßig. Ich helfe dir. Das ist kein Spiel, Junge. Es ist bitter ernst. Drahomira war völlig verängstigt. Mit solchen Mächten ist nicht zu spaßen. Gut. Schon gut. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Alles Weitere erfährst du von Drahomira. Sie lebt in einem Haus am äußersten Rand Ledetschkos. Gehabt euch wohl. Also, ich würde ja mal vermuten, das hat nichts mit einem Geist zu tun. Lediglich wahrscheinlich. Die Mondblumen, ja, wo es auch immer die Mondblumen gibt. Wahrscheinlich einfach nur mit jemandem, der sich nachts ins Haus schleicht oder sowas. Weil er ein Obdachloser ist oder whatever. Alles klar. Gehen wir mal weiter. Mitten oder beziehungsweise quer durch den Wald. Hoffentlich ohne eine große Truppenanzahl, die uns auflauert. Kann ja nie wissen. Könnten sich überall Kumanen verstecken, Banditen, Landstreicher, Diebe. Alle, die Geld haben wollen oder Spaß haben am Morden. Hier irgendwo sein. Und daher hoffe ich, dass ich einfach, wenn ich mitten durch den Wald laufe und nicht so auf den Wegen, ein bisschen mehr Glück habe, diese Leute zu umgehen. Wo befinde ich mich denn gerade? Ja, mitten im Wald, ne? In der Nähe von Thalmberg. Wenn natürlich erstmal in Thalmberg wäre, könnte ich da einen Zwischenstopp einlegen und auftanken sozusagen. Oh, Rehe, hallo. Will ich auch töten? Ja, nur um an das Fleisch zu kommen. Würde ich das niemals tun, ja? Schauen mal, wie es hier weitergeht. Will ich hier durchkommen? Sieht mal gut aus. So.
Wenn ich einmal in Talmberg bin, ist das Ganze auch kein großes Problem. Talmberg und Scarlet sind nicht weit auseinander. Ich kenne den Weg. Bin diesen Weg schon einmal gelaufen. Wenn ich jetzt in diese Richtung weiterlaufe, dürfte ich doch Richtung Talmberg gehen. Ganz genau. Auch wenn hier der Weg ist. Da vorne. Werde ich mal zu diesem hingehen. Hier kann man ja Gegner recht schnell auch auf Entfernung schon sehen. Deswegen würde ich mal sagen, ist das nicht ganz so schlimm, wenn wir jetzt hier so herlatschen. Ist auf jeden Fall ein Haus und eine Mühle. Ich hoffe, die wären mir theoretisch wohlgesonnen. Oh, mit Kühen auch. Gucken wir doch mal, was es hier für nette Menschen gibt. Hallo, ich sehe jemand. Hallo. Tag, guten Tag. Mit da. Ich überstehlen. Na? Wird mir doch gerade was angezeigt. Brennnessel. Achso, das ist wahrscheinlich außen gewesen. Hier ein Schloss knacken. Ich möchte gerade kein Schloss knacken. Eigentlich nur wissen, ob hier jemand lebt. Ja, genau. Sehe ich genauso. Mühle, dann ist doch hier bestimmt doch ein Müller. Guten Tag. Kann ich hier eintreten? Nein, privater Bereich. Kommt wer zu mir, wenn ich pfeife? Vielleicht. Erstmal mich waschen. Keiner zu mir, wenn ich mich wasche. Naja. Windmühle. Auch ein privater Bereich. Bisher kein privater Bereich. Zumindest wird er mir so nicht angezeigt. Ist denn hier oben jemand? Schlafen und speichern. Hier könnte ich schlafen, theoretisch. Bin ich denn müde? Egal, wir tun das jetzt einfach mal. Ein bisschen Energie aufladen. 4 Stunden mal eben schnell. Oh. Da ist jemand. Habt ihr das gehört? Was soll das werden, sagte er. Lässt er mich einfach hier schlafen? Ja, tatsächlich. Und das Spiel wurde gespeichert. Guten Tag! Hallo. Oh. Dem kann ich nicht sprechen. Schade. Hätte ja klappen können. Dann gehen wir mal weiter Richtung Talmberg. Das dürfte jetzt so in diese Richtung liegen. Das ist korrekt. Talmberg müsste hier vorne direkt sein, nicht wahr? Unten, ja, da ist es doch auch. Aber da wir ja jetzt hier bei der Mühle schon gespeichert haben, doch so weiterlaufen. Und müssen gar nicht erst nach Talmberg. Wir versuchen mal direkt Richtung Scarlet zu gehen. Und hoffentlich ist das kein Fehler. Mal gespannt, was uns in Scarlet erwarten wird. Ob es da stärkere Gegner sind. Ob dort möglicherweise noch die Leute rumlungern, die das Schwert von Herrn Ratzik haben, was ich zurückklauen
mir zurückholen muss, besser gesagt. Bin sehr gespannt. Neuer Spezialisierungspunkt verfügbar. Ja, neuer Spezialisierungspunkt verfügbar. Wo kann ich den denn einsetzen? Hier. Ach, hier vorne. Oder was? Jetzt mache Bollwerk. Was bewirkt das? Gegnerische Angriffe mit deinem Schild zu blocken, kostet dich 30% weniger Ausdauer. Ah, was ist das? Okay, aber erstmal das hier, das ist sicherlich nicht verkehrt. Ja. So. Erlaubt es dir Verbände anzulegen, das kann ich, ne? Wie viele Punkte habe ich denn zu verbessern? Also wie viele Fähigkeitspunkte habe ich denn? 2. Du bekommst 30% länger ohne Essen aus. Sobald du Hunger bekommst, sind deine negativ 20% stärker. Das Leben ist hart. Okay. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Hatte ich ja jetzt auch schon Probleme mit. Aufgedreht. Ja. Realität, dickes Blut. Hast du nicht so schnell Blut, das ist sicherlich nicht verkehrt, aber aufgedreht finde ich gut. Also lernen wir das. Ob das jetzt alles so gut war, was ich ausgewählt habe, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe es. Du hast entdeckt Merhoyet. Das ist ein Ort, würde ich jetzt mal so behaupten. Das Sühnenkreuz habe ich entdeckt. Merhoyet. Ah ja. Sehr schön. Bedeuten eigentlich die Gesichter hinter den Städtenamen, wie gut es dem Ort geht? Oder was hat es damit auf sich? Ich weiß es nicht. Aber muss auch gerade sagen, ich bin froh, wenn wir in Scarlet angekommen sind. Dann auch froh, dass das mit den Fähigkeiten verbessern, dass ich das rausgefunden habe, dass man das auch noch extra machen kann. Ich habe mich bestimmt wieder angestellt wie der allergrößte Volltrottel. Erstmal im Trog waschen. Hier sind ja echt überhaupt gar keine Leute. Das ist so dicht an Scarlet dran, dass die alle geflohen sind beim Angriff auf Scarlet. Möglicherweise, nicht wahr? Oh, hier kommen wir jetzt echt nicht durch. Aber hier. Okay. So. Gegner, ist hier ein Gegner? Wirkt erstmal nicht so, was ist das da vorne?
Kann ich da vorne irgendwas abgreifen? Oder wird das im Endeffekt eine Falle sein? Man weiß es nicht. Hier dürfte gar nichts liegen, hier liegt doch nichts. Tja, dann halt eben nicht. So, wie wir aber weiter voranschreiten Richtung Scarlets, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Abo da, lasst ein Like da, teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei, wenn wir wieder spielen. Kingdom Come Deliverance, bis dahin.